kann nicht sein, dass wir weitermachen wie bisher und die letzte Chance verpassen, unseren Planeten noch zu retten. Und leider reicht es nicht mehr, ein bisschen mehr Müll zu trennen und ein bisschen weniger Auto zu fahren. Nein, es braucht endlich echte Maßregelungen seitens der Politik. Ein Beispiel dafür wäre der Ausbau klimafreundlicher Verkehrsinfrastruktur und der Verzicht auf Infrastruktur aus dem letzten Jahrtausend. Und die A39 polarisiert. Es ist mehr als eine Autobahn. Es ist die Antwort auf die Frage, weiter so oder endlich neu denken. Und diese Autobahn ist auch eine soziale Frage. Stecken wir über 1 Milliarde Euro in Infrastruktur, die dann nur einem privilegierten Teil unserer Gesellschaft zur Verfügung steht? Oder ermöglichen wir allen gleichermaßen Mobilität, die unserer Zukunft gerecht wird?